ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr mögt Spieluhren? Am liebsten die, die nichts kosten? Dann horcht mal. Im Hintergrund hören wir eine Spieluhr, die mit der Erweiterung Necrom ins Spiel gekommen ist und die ist tatsächlich für lau. Wir schauen uns das gute Stück einmal an. Hier hinten sehen wir es schon in diesem Necrom-Grün leuchten. Und hier ist sie, die Spieluhr Glyphische Geheimnisse. Sie ist zwar für lau, aber ein bisschen was müssen wir dafür tun, nämlich 10 Spuren sammeln, spähen, ausbuddeln und dann gehört das gute Stück uns. Wir schauen uns das einmal an. Die läuft über meinen Tisch. Ich glaube, es geht los. Zurück. Wir wollen uns das Gute einmal anschauen. Dazu öffnen wir einmal unser Journal, also das Tagebuch. Gehen hier auf den zweiten Reiter, auf die Antiquitäten. Dann scrollen wir runter, gehen auf die DLC-Gebiete, auf die Telvanni-Halbinsel und auch hier ein bisschen runter scrollen. Dann finden wir sie, die Spieluhr Glyphische Geheimnisse. Einmal habe ich sie schon, sie steht ja hinter mir. Und ich bin jetzt quasi in der zweiten Runde und davon habe ich jetzt auch schon 6 von 10 Teilen gefunden. Solltet ihr noch nicht alle Teile haben, werden sie jetzt nicht so angezeigt, wie das bei mir jetzt ist, sondern dann sind die Felder eben, ja, schwarz. Muss man gerade gucken, ob ich irgendwo genau, hier habe ich das mit einem Fragezeichen. Das heißt, dann kann man noch nicht sehen, welche Spur dahinter hängt. Wenn man alles schon gefunden hat, dann sieht man das und dann kann man auch schauen, ob man die Spur eben hat oder nicht. Heute geht es um den runenbeschriebenen Kamm. Den habe ich zum Beispiel noch nicht wiedergefunden. Also den brauche ich tatsächlich auch nochmal, um die Spieluhr ein zweites Mal zu bekommen. Solltet ihr diese Anzeige von der Spieluhr hier gar nicht sehen, dann habt ihr tatsächlich noch gar keine Spur. Das heißt, ihr findet das dann hier noch hier unten versteckter Eintrag und es wird dann freigeschaltet, wenn ihr dann die erste Spur gefunden habt. Wo bekomme ich die Spur? Ja, die ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu bekommen. Dafür müssen wir einmal auf die Telvanni-Halbinsel reisen. Direkt nach Necrom. Und das machen wir jetzt einmal. Wir machen es auf den direkten, teuren Weg. Dann geht es ein bisschen schneller. Vom Wegschrein aus lauft ihr einfach geradeaus. Wir müssen nämlich dorthin, wo es hier die Dailies von der Zone gibt. Da kann man eigentlich fast der Masse hinterherlaufen, weil natürlich viele die Dailies auch hier noch machen. Und wir brauchen diese Daily hier geradeaus von Ordinatorin Tandasea. Ich freue mich, euch zu sehen, Heldin. Hermeus Morras Feinde sind zumindest hartnäckig. Die Bastion Nymon wird erneut belagert. Es obliegt uns, diesen niederen Fürsten die Torheit ihrer Bemühungen vor Augen zu führen. Hermeus Morra braucht euch erneut, Heldin. Hier wird's schon gesagt, wir müssen in die Bastion Nymon, aber da kommen wir nicht so ohne weiteres rein. Also ein Verlies, was wirklich mit dieser Daily zusammenhängt. Also man findet zwar ja, den Ort des Eingangs, aber wie gesagt, ohne Daily keine Chance, da reinzukommen. Was will denn der gute Hermeus Morra von mir? Hermeus Morras Feinde greifen Apokrypha an. Insbesondere die Bastion Nymon. Eine Festung, in der gefährliche Namen der Macht eingelagert sind. Das goldene Auge sucht jemanden, der diese Feinde und den Herold, der sie anführt, in die Flucht schlägt. Die Belohnung wird beträchtlich sein. Jetzt wird es spannend. Wie komme ich zur Bastion Nymon? Die Bastion Nymon ist nur über einige uralte Tore zugänglich. Sucher bewachen den Weg hinein. Wenn ihr diese Sucher tötet und ihren dädrischen Eiter sammelt, könnt ihr ihn nutzen, um das Tor zu aktivieren und hineinzugelangen. Seid ihr bereit, hier zu helfen? Selbstverständlich, ich will ja die Spur. Ich zeichne auf eurer Karte den Standort des Pilztiefentors ein, sowie den Ort, an dem sich die Sucher sammeln. Morras Feinde kontrollieren diese Sucher. Findet sie, tötet sie und nehmt euch ihren Eiter.
Sobald ihr genug gesammelt habt, könnt ihr das Tor öffnen und die Bastion betreten. Gut, das machen wir. Und dazu müssen wir natürlich zum Wegschrein zurück. Uns wurden Orte auf der Karte eingezeichnet, wo wir nach den Suchern suchen können. Klingt auch lustig. Und die finden wir hier. Also hier in diesem Bereich sollten wir Sucher finden. Und wir reisen deswegen dort auch einmal hin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Doch, der Wegschrein war's. Und auf geht's. Das heißt, wir brauchen Sucher, aber nicht die normalen Sucher. Und wie es immer so ist, ich wette, jetzt, wenn man so einen Sucher mal braucht, findet man keinen. Und wenn man sonst hier durch die Telvanni-Halbinsel streicht, stolpert man dauernd über diese Sucher. Und des... Ah, diesmal habe ich mal Glück. Hier ist er. Nämlich der Sucher des Herolds. Das ist entscheidend. Das ist der Sucher, den wir suchen. Die anderen Sucher, die einfachen, bringen uns nicht den Eiter. Idealerweise killt ihr ihn in einer Vierergruppe. Dann habt ihr nämlich gleich viermal den Eiter zusammen. Wenn ich ihn jetzt alleine killen würde, würde ich nur ein Eiter bekommen. Müsste also vier von diesen Herolden suchen und killen. Dauert natürlich entsprechend lange. Wenn ich diesen Eiter zusammen habe, dann kann ich tatsächlich zum Eingang der Bastion-Nymern gehen. Das ist auch eingezeichnet hier mit diesem Zeichen, mit diesem Plus. Das heißt eigentlich eine Gruppenzone. Je nachdem, wie gut ihr seid, könnt ihr da theoretisch auch alleine durch. Aber ich muss gestehen, ich finde es immer ein bisschen langweilig, so alleine da durchzugehen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Sucher sind übrigens nicht wahnsinnig aggressiv, also man kann relativ eng an ihnen vorbeigehen, ohne dass sie sofort aggressiv werden. Also wenn man mal aus Versehen dorthin kommt und eigentlich gar nichts von denen will, ist es nicht so schlimm, sie greifen nicht sofort an. Das ist eigentlich sehr angenehm. Das ist jetzt der Eingang zur Bastion Nymern. Logischerweise kann ich hier noch nicht rein, weil ich ja die vier Eiter noch nicht habe. Wenn ich die habe, kann ich die hier in das Wasser kippen und dann öffnet sich auch das Tor von der Bastion und ich kann da hinein. Ja, jetzt kommen wir zu der Spur. Die Spur kann beim Endboss droppen, muss sie aber nicht. Es kann also sein, dass ihr mehrere Male durch diese Bastion Nymern hindurch müsst. Ist tatsächlich ein kleiner Zeitfresser. Das ist also keine Zone, wo man eben mal so durchhuscht. Die braucht schon ein bisschen Zeit für sich. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wie lange es gedauert hat, diese Spur beim ersten Mal zu bekommen. Ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen, dass es relativ schnell geht. Dass ihr also nicht irgendwie 5, 6, 7 Mal da rein müsst. Aber wie bei allen Spuren, es ist und bleibt random. Da hat man leider keinen wirklichen Einfluss, wie schnell oder wie langsam das Ganze geht. Ich finde aber, für diese Spieluhr lohnt es sich allemal, ja, diese Arbeit, diese Mühe auf sich zu nehmen. Und ich wünsche euch dabei auf alle Fälle viel Spaß. Sollten euch noch Spuren fehlen, ich verlinke alle unten im Text, dass ihr die dann ja nach und nach holen könnt. In der Bastion Nymern droppen übrigens auch zwei Spuren. Das ist das einzig Positive an der Geschichte. Also wenn ihr da öfter durch müsst, ihr habt eine doppelte Chance, wenigstens eine von beiden Spuren zu bekommen. Das war's heute zu der, ja, hier im Video die letzte Spur zu der glyphischen Spieluhr. Glyphische Geheimnisse, Spieluhr, glyphische Geheimnisse. Jetzt haben wir es in der richtigen Reihenfolge. Und wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.